Drama in Dorf Merkingen. Spieler und Fans der Stuttgarter Kickers feiern den vermeintlichen Aufstieg in die Regionalliga zu früh. Die Blauen gewinnen zwar ihr Auswärtsspiel mit 3:1 und der Aufstiegskonkurrent aus Freiberg scheint zu patzen. Im Parallelspiel in Nöttingen steht es 1:1, doch das Spiel ist noch nicht abgepfiffen und Freiberg trifft in der 92. Minute zum 2:1. Als die Nachricht in Dorf Merkingen ankommt, weicht die große Freude in tiefe Trauer. Wir haben uns alle schon sicher gefühlt. Die Jungs haben hier ein Feuerwerk abgeliefert, haben die Hausaufgaben gemacht und es tut unfassbar weh. Aber wir wissen alle, dass es noch nicht vorbei ist. Das Einzige ist, wir müssen jetzt in die Verlängerung. Aber wir sind absolut überzeugt. Die Jungs, man sieht es, wenn man uns auf dem Platz sieht und sowas. Wir sind heiß, wir brennen für den Verein und wir werden alles geben und wir werden auch hochgehen. Es tut jetzt heute weh und morgen sieht es schon wieder anders aus. Schreib noch mal den Moment, als die Fans auf den Rasen gerannt sind und schon gefeiert haben. Und dann auf einmal diese Meldung, Freiberg hat noch ein Tor gemacht. Ja, es tut unfassbar weh. Wir wissen, wir haben eine Wahnsinnssaison gespielt, 91 Punkte. Es ist krank und mit 91 Punkten nicht aufzusteigen, das kannst du eigentlich keinem Menschen erklären. Und da fällt so viel von einem ab, wenn man dann hört, es hat geklappt, es ist vorbei und sowas. Natürlich, was hier heute los gewesen wäre, wenn es jetzt geklappt hätte. Aber es ist jetzt scheißegal, das müssen wir abhaken. Es hätte auch ganz anders laufen können, die hätten auch voll früh 3:0 führen können und dann würden wir über gar nichts reden. Es tut natürlich heute weh, aber wir werden alles geben und wir werden nicht aufhören. Ja, ich glaube, schlimmer geht's nicht. Also wir haben unseren Job heute wieder mal getan, haben 91 Punkte geholt, das ist der absolute Wahnsinn. Und am Ende jetzt nicht oben zu stehen, ist einfach nur krank. Und wie das jetzt verlaufen ist, ja, schlimmer geht's nicht. Und das Schlimme ist jetzt, oder ja, wir müssen am Mittwoch halt jetzt schon wieder abliefern, weil lange Pause machen geht nicht. Momentan schwer sich vorzustellen, da irgendwie am Mittwoch ein Spiel zu machen. Aber ich weiß, dass unsere Fans alle wieder hinter uns stehen. Einfach nur Schock momentan. Dir springt der ganze Ballast von der Seele. Du hast dir so viel Zeit hast du investiert in der Saison, um das große Ziel zu erreichen. Und dann darfst du eigentlich feiern, weil jemand gesagt hat, das Spiel ist durch. Und auf einmal kommt jemand und sagt dir, hey, das Spiel läuft, das Spiel ist noch gelaufen und die haben doch noch gewonnen. Kann man gar nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Wie schafft ihr es jetzt, den Kopf wieder zu aktivieren? Wie hat man da im Moment überhaupt einen Gedanken dran oder ist jetzt erstmal diese Trauer oder Wut vorhanden? Ja, ich sag, das ist wahrscheinlich nur bis heute Abend vielleicht nur ein bisschen, klar wird der Schock noch drinstecken, aber ich gehe davon aus, dass wir da recht schnell das in Wut und Hass umwandeln und in Motivation und Power. Wir sind viel zu stark als Truppe, wir sind eine Familie und so ein Scheißdreck wie heute wird uns nicht zurückschmeißen, sondern macht uns noch stärker und wir werden den Aufstieg schaffen, scheißegal wie. Ja, Sie haben als Präsident schon viel erlebt bei den Kickers, aber das heute, war das der brutalste Moment bisher? Wir haben schon viele brutale Momente gehabt, aber es war heute schon also sehr, sehr traurig, dass dann irgendwann die Message noch kam, dass Nöttingen doch noch ein Tor gekriegt hat und Freiberg dann doch aufgestiegen ist. Also gerade dieser Wechsel halt von himmelhoch jauchzend und dann am Ende zu Tode betrübt, war natürlich schon übel. Aber jetzt müssen wir halt nach vorne gucken und wieder schauen, dass wir es trotzdem schaffen. Und da haben wir alle Chancen. Das Spiel im Fußball ist nicht nach 90 Minuten beendet, sondern dann, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Das hat man heute mal wieder gesehen. Wie kam es denn dazu, dass die Fans trotzdem schon auf den Platz gestürmt sind und gefeiert haben? Irgendwo kam die Botschaft her, keine Ahnung woher, dass in Freiberg schon Schluss sei. Und da kam die Meldung auch von hier und das war eine Fehlmeldung. Also in Freiberg wurde noch gespielt, da gab es noch einen Eckball oder was weiß ich. Und dann ist das Tor halt gefallen. Ja, ich meine, es ist auch blöd, dass natürlich die Spieler auch nicht gleichzeitig begonnen haben. Freiberg hat später begonnen. Ist natürlich auch ärgerlich, aber gut, am Ende ist es, wie es ist halt jetzt hier. Wir müssen damit umgehen, jetzt das aus den Köpfen wieder rauskriegen von den Spielern, geht's nach vorne. Wie war das in dem Moment bei Ihnen? Also haben Sie auch schon gefeiert? Ja, absolut. Ja, also ich bin davon ausgegangen, dass es durch war, weil die Leute gesagt haben, es ist erledigt. Und ich habe mich schon mit einigen gefreut, irrsinnig gefreut, weil dass wir uns irrsinnig verdient haben, die Saison. Aber jetzt müssen wir halt die extra Runde drehen. Ich meine, wir haben 91 Punkte gemacht in der Spielzeit. Das ist eine Top-Leistung. Und jetzt müssen wir halt in den zwei Spielen alles wieder bringen halt. Trotzdem nehmen Sie uns mal ganz kurz in den Moment mit. Sie feiern erst und dann kommt doch noch diese Meldung.
Freiburg macht es 2-1. Ich habe von irgendjemand da unten die Message gekriegt, der zeigte mir sein Handy, da stand 2-1 für Freiburg drauf und dann stand 94. Minute und dann wusste ich schon, dass da irgendwas schiefgelaufen ist mit der Kommunikation und so war es denn halt auch. Da haben wir passiert in dem Moment im Kopf? Ja, natürlich, da bist du nur noch enttäuscht. Das ist für die Spieler auch nicht einfach und jetzt muss man halt sich wieder sammeln und wieder den Kopf nach vorne freikriegen, aber es ist schon schwer für die Spieler. Also wenn das anders gewesen wäre, was weiß ich, wenn wir hier gewonnen hätten und Freiburg führt mit 4-0 oder so, dann hättest du die schneller damit abgefunden. Und so hat es halt irgendwo dauernd das große Ziel vor Augen. Hat am Ende heute nicht geklappt, aber es wird wann anders klappen. Sie haben es schon angesprochen, die Punkteausbeute diese Saison war ja großartig. 91 Punkte jetzt schlussendlich. Wie schaffen Sie es jetzt, nochmal in diesen zwei Extraspielen die Motivation so hoch zu bekommen, beziehungsweise auch ja, diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten? Das ist Aufgabe vom Coach, das wird er hinkriegen. Also der hat eine sehr enge Beziehung zur Mannschaft und die Mannschaft ist auch intern irrsinnig stimmig. Und die will auch. Und da glaube ich schon, dass die sich jetzt hier wieder fokussieren auf das nächste Spiel. Heute haben wir einen Knickschlag gekriegt. Weniger vom Spiel, wir haben richtig gut gespielt. Aber vom Ergebnis natürlich in Freiburg bzw. Nötting. Aber der Coach wird es schaffen, dass die Spieler gegen Stadtallendorf wieder motiviert auf dem Platz stehen.